Leckerlebkuchen, oh, der war echt gut, ne? Mhm, der war richtig gut. Der erste ist immer der beste. Bedeutet aber auch, die dunkle Jahreszeit bricht herein. Und wir haben uns gedacht, wir erzählen euch einfach mal ein paar neue Updates und wir haben eine richtig große Ankündigung für euch. Ja, also wirklich eine richtig große Ankündigung. Und ein Mini-Gewinnspiel. Also kein iPhone, aber... genau, also erwartet nicht zu viel, aber ein kleines Mini-Gewinnspiel. Von Herzen. Was das hier mit diesem Umschlag auf sich hat, mit großer Wirkung, das verraten wir euch gleich. Kommen wir erstmal zu den Updates. Alle Vlogs sind online, alle 15 aus Australien. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, solltet ihr sie auf jeden Fall nochmal nachgucken, weil die waren echt cool und die Orte waren echt schon special. Ja, war eine geile Reise, definitiv. Auch wenn es jetzt schon tatsächlich wieder 6 Monate her ist, also kommt uns gar nicht so vor, weil wir immer noch so mitgefiebert sind beim ganzen Videoschneiden. Und wir sind da gerade auch dabei, für euch noch ein Highlight-Video zu erstellen mit unseren wirklich Top-Highlights in Western Australia. Das wird gar nicht so einfach, sich darauf zu beschränken. Und dann werden wir auch wieder so ein Travel-Guide-Video machen, wo wir mit dir alle Reisetipps und unsere Route teilen und natürlich auch, was uns unsere 5 Wochen Westaustralien im Campervan gekostet haben. Wenn du jetzt natürlich die ganzen Infos schon haben möchtest, auf dem Blog sind alle wichtigen Artikel schon online gegangen zu Westaustralien mit der Route und den Kosten. Was uns auch darauf bringt, wenn du auf dem Blog in letzter Zeit warst oder uns vielleicht sogar bei Instagram folgst, dann weißt du, dass wir eigentlich vorhatten, jetzt in... Also wenn das Video online geht, in 14 Tagen nach Israel zu reisen, was nun leider bedauerlicherweise nicht geht. Ihr habt ja die Situation bestimmt mitbekommen. Und deswegen mussten wir jetzt kurzfristig unsere ganzen Reisepläne streichen und umbuchen. Und jetzt geht es übernächste Woche nach Lanzarote und Fuerteventura. Ja, auf den Kanaren waren wir tatsächlich noch gar nicht gewesen. Wir haben immer so ein bisschen Angst, dass es vielleicht zu touristisch sein könnte, wollen uns jetzt aber endlich mal selbst überzeugen, weil die Landschaft sieht schon echt geil aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, wir nehmen euch natürlich wieder in unseren Videos mit und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und ja, falls ihr es noch nicht tut, auf Instagram folgen, dann seid ihr sogar live dabei und müsst nicht immer warten, bis wir fertig geschnitten haben. Ja, das stimmt. Gibt es noch einen Kurztrip? Wollen wir noch einen Kurztrip machen? Ja, wir haben nämlich auch noch einen kleinen Kurztrip gebucht. Und zwar in Berlin kennt man ja die ITB, die große Reisemesse. Diese aber seit kurzem nur noch für Fachbesucher zugänglich und seit letztem Jahr, ne? Ja, genau. Genau, findet dort mit dem Travel Festival, die, ja, das Pendant für, ich sag mal, normale Reisebegeisterte statt. Da haben wir gedacht, wir lassen uns, werden wir mal hinfahren und uns mal inspirieren lassen, was vielleicht so für uns als nächstes Reiseziel so in Betracht kommt. Die Messe geht vom 1. bis 3. Dezember dieses Jahres und ja, wir sind dabei und Berlin ist immer eine Reise wert, ne? Ja, da hatten wir schon mal einen Wochenendtrip gemacht, ne? War echt. Und Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt ist auch auf jeden Fall richtig schön. So, und jetzt kommen wir mal zu den richtig geilen News. Zack! Kündigung! Abgegeben! Ja. Also, in Zukunft. Wenn ja, ihr, also das wenn ist die Kündigung, die nächste Woche Marco abgibt bei seinem Chef. Für uns geht es nämlich auch... Weltreise! Weltreise! Ja, wird geil. Also wir freuen uns auch richtig. Ja, also wir haben es endlich gewagt. Wir haben schon eine ganze Weile mit dem Gedanken gespielt und hatten das 2020 schon mal so ins Auge gefasst. Und naja, dann kam ja so ein Virus, wie wir alle wissen. Und ja, dann haben wir es immer auf die lange Bank geschoben, weil dann diese Zweifel sich halt so auch uns breit gemacht haben. So dieses, du bist so alt. Ja, mit Mitte 30 ist man zu alt für sowas. Ja, irgendwie dachte ich sowas tatsächlich. Oder was macht man mit der Wohnung? Und dabei wollten wir schon immer mal die Gelegenheit haben, länger zu reisen und auch vor allem langsamer zu reisen. Also einfach, wenn man ja an einem Ort ist, den man geil findet, zu sagen, hey komm, lass uns einfach einen Tag länger hier bleiben. Ohne dass man einfach mal das lokale Leben einfach mehr zu nehmen, mitzunehmen. Mitzunehmen, genauso wirklich einzutauchen ins Leben vor Ort. Das ist sonst nämlich im Urlaub eigentlich eher immer so dieses Touristische, das kriegt man immer schwierig so. Ja, man hat ja immer eine grobe Route schon im Kopf und einen Rückflug vom Urlaub, der einem im Nacken sitzt. Und ja, und unser Herz hat uns schon immer gesagt, dass wir super, super gerne mal länger reisen würden. Und ja, jetzt ziehen wir es durch. Wir gehen auf Weltreise. Ja, also Marco kündigt zwar, aber ich habe ein Sabbatical beantragt, also von daher wird es keine Open-End-Weltreise für uns, aber wir werden gute 8 Monate unterwegs sein, was glaube ich schon richtig cool und einfach mega Hammer wird und wir freuen uns auch unglaublich. Auf jeden Fall, das ist so cool. Dann kommen wir erstmal zur wichtigsten Frage. Wann geht's eigentlich los?
Ja, der erste Flug ist tatsächlich schon gebucht. One way. Ja, wir haben das erste Mal. Stimmt, wir haben das erste Mal One Way gebucht. Total geil. Das ist ein richtig cooles Gefühl, sag ich euch. Und officially Start am 17.02.24. Und wir verraten aber noch nicht vorhin, ne? Nein. Also, das bringt uns aber zum kleinen Gewinnspiel. Wenn ihr nämlich erratet, was das erste richtige Weltreiseziel ist, dann bekommt ihr eine Postkarte von uns. Genau. Aus dem Land mit ganz viel Liebe. Genau, mit ganz viel Liebe unter Hand geschrieben. Also wir sind super aufgeregt, das wird einfach mega. Und ja, falls du noch irgendwelche anderen Fragen hast zur Weltreiseplanung, wie das ja alles funktioniert, auch mit dem Sabbatical bei mir, dann schreib auch diese Fragen gerne in die Kommentare. Wir machen auf jeden Fall jetzt, denke ich mal, so zum Ende des Jahres werden wir nochmal ein Video machen, wo wir diese ganzen Fragen sammeln und ja, euch beantworten werden, wann, also was ist so ungefähr der Plan bei uns, haben wir uns eine Route überlegt, was machen wir mit der Wohnung, weil noch wissen wir das auch nicht so ganz. Das ist noch nicht so ganz klar. Hoffentlich auch verdammt es dann. Ja, wie funktioniert das mit dem Sabbatical bei mir und welches unser Reisebudget natürlich ist und ja, allgemein, diese ganzen Fragen werden wir im nächsten Video versuchen, euch. Genau, schreibt auf jeden Fall noch in die Kommentare rein, was euch interessiert, woran wir vielleicht gar nicht denken, was euch aber mega interessiert, weil ihr vielleicht sowas auch mal im Kopf habt. Ja. Oder falls ihr schon eine Weltreise gemacht habt, was vielleicht Tipps seid, können wir natürlich ja auch noch vielleicht profitieren von euren Erfahrungen. Ja, auf jeden Fall fürs Gewinnspiel könnt ihr natürlich so lange, bis das nächste Video zur Weltreise online geht, mitmachen. Wir freuen uns schon, ob wirklich jemand das richtig errät. Und ja, dann küren wir den Gewinner. Und sonst würde ich sagen... So, wenn wir euch jetzt neugierig genug gemacht haben und ihr nichts mehr verpassen wollt von unserer Weltreiseplanung und auch die Kanaren euch interessieren, dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr den Kanal abonniert. Das ist ein kleines Knöpfchen. Glocke abonnieren. Kostet nichts, unterstützt uns und wir würden uns echt freuen. Und sonst würden wir sagen, sehen wir uns von den Kanaren dann wieder. Und bis dahin sagen wir... Tschüss!